Guten Tag, kennt ihr diese Leute, die sich mit der flachen Hand aufs Auge fassen können? Zu den Menschen gehöre ich nicht. Nee. Ich habe übrigens jetzt einfach mal beschlossen, dass Farmen okay ist. Hab ich. Denn, das bringt mir sowieso nichts. Ich muss den ganzen Level ja eh machen. Er ist hier schon wieder mein Freund. Attacke, weg. So, du kannst mal meinen Cape anfassen. Ah, ja, ja, moin, ey. So. Jetzt können wir uns hier unten unterhalten. Meine Güte. Dass da immer so impertinente Leute rumlaufen müssen. Und hier rein. In dieses Dings. Ja, ist in Ordnung. Okay. Hallo. Und er muss unbedingt mal hier Ruhe bewahren. Ja, das funktioniert mal wieder nicht. Aber ich habe ja eine Idee gehabt. Und die Idee war gut. Du bist ein bisschen... Yoshi, du alte Spinatwachtel. Du bist meine Rettung. Du machst es. Ja, Yoshi macht es! Okay. Ja, ist cool, Yoshi. Na, Yoshi, kannst du diese Blöcke aufessen? Nee, kannst du nämlich nicht. Dann bist du doch nicht meine Rettung. Ja, okay. Okay, ich bin doch nur ein armer kleiner Yoshi, sagt er. Ja, das interessiert mich halt. So. Okay. Also jetzt frage ich mich, warum frage ich, ich mach das jetzt einfach so, zack, safe, Attacke. Den Seinen gibt's ja her im Schlaf. Und wer schläft, sündigt nicht. Bekanntlich. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich hier den P-Switch mitnehme, so dass Yoshi dann noch Spaß dran hat. Der muss ja auch irgendwie mitkommen hier, ne? Ich kann ja schlecht, ja, das so funktioniert das nicht. Oh! Game-breaking Glitch. Ich hab einen Yoshi, ich kann da drauf laufen. So, jetzt ist alles vorbei. Ist gut. Okay, jetzt muss ich aber irgendwie gucken, wie ich diese Blöcke hier wegkriege. Ja! Das weg. Lucky, 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 Lucky. Nein! Yoshi, du. Oh Gott. Oh Gott. Ist das nicht? Ich drücke hier einfach drauf, ich habe keine Ahnung, was ich bringe, ist egal. Na, guck mal, wie schön das hier wäre, ohne Cape. Lustig, ne? So, jetzt glitschen wir das da rein. Und hier wäre so ein blaues irgendwas. Das ist gut. Könnte ich mir angucken. Okay. Willkommen zurück, genau da, wo wir vorher auch schon waren. Allerdings diesmal mit Yoshi. Und das ist auch irgendwie weg. Keine Ahnung. Das, ich vertraue einfach mal drauf, dass die Fähigkeit, die ich durch mein Springboard kriegen würde, das da gerade so lustig rumliegt, ich auch erhalten kann, indem ich einfach hochfliege. Das funktioniert. So, dahin. Gut gemacht, ne? Yes. Off. On. Oh, moin. Okay, dann weiß ich jetzt ungefähr, was ich zu tun habe. Ha. Nee, weiß ich nicht. Hey, ich hab deinen Bumerang gefressen, du Stück. Und was sagst du jetzt? Midway Point haben wir. Mein Gott, da wird jetzt schon kein Fehler begangen worden sein von uns, ne? Wir haben das schon richtig gemacht. Also, ich bin der Meinung, wir sind gut. Mit Yoshi ist... Ach, das ist, Yoshi, ey, ganz ehrlich, du bist jetzt echt mein bester Freund hier in diesem Level. Ich bin so glücklich, dass du existierst. Ja, vollkommen. Und wenn du jetzt noch dieses Vieh auffrisst, ne, dann... Dann wären wir allerbeste Freunde. Beziehungsweise nicht. Ach, komm. Ja, eine Feder. Dann habe ich noch eine. Das ist gut. Zwei Federn sind besser als nichts. Dann drücke ich aber jetzt nochmal hier drauf. Kann ich da rein? Nee, muss ich auch gar nicht. Ich gehe einfach zurück. Leute, jedes Mal im Trinken, wenn man hier in diesem Spiel Backtracking betreiben muss. Das ist gut, ne? Da wird es richtig klingeln. Das schwöre ich euch. Da macht euer Gehirn irgendwann mal ratzefatz die Luken dicht.
auch. Ja, guten Tag, ey. Anstatt einfach mal mich vom Yoshi abzumounten. Hier, guck mal hier. Gleich. Ne? Ach, das geht auch nicht. Ja, Yoshi ist überhaupt nicht gemacht für solche Aktionen hier. Ich verstehe das. Tod! Aber da komme ich gar nicht hin. Was passiert da? Was ist da unten? Ah, sowas. Alles gut. Was ist da? Ach so, so eine Ranke. Ja, das ist schön. Habe ich theoretisch Spaß, wenn ich hier halb gestorben bin. Kann ich einmal noch zurück? Eigentlich so oft wie immer. Wie immer, ja. So oft wie ich möchte, meine ich. Meine Güte. Ja, gut, dass ich den P-Switch hier noch nicht aktiviert habe. Da würde ich ja jetzt wieder einen Brechdurchfall kriegen. Yep. So, das ist die Yoshi-Route. Die Yoshi-Route ist natürlich viel, viel angenehmer als die andere. Jetzt drücken wir mal da drauf. Keine Ahnung, ist egal. Hauptsache irgendwie einen Knopf gedrückt. LOL. Das, um mehr geht's hier doch gar nicht. Und jetzt ist die Yoshi-Bashung angesagt. Ach so, das geht mit dem Yoshi nicht. Ich glaube, theoretisch sollte man das als Mario schaffen können, aber ich bin zu blöd dafür. You spin me right round, bring me right round. Oh Gott, jetzt muss ich den Yoshi loswerden. Das will ich gar nicht. Gib mir den Stern, Digga. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Mario eigentlich auf diesen blauen Plattformen hätte stehen sollen. Da ist mein Yoshi wieder, moin! Das ist aber auch frech, einen ganzen Level in Yoshi behalten zu müssen. Ja, also irgendwie kann aber nicht stimmen. Yay! Okay. Was wir machen müssen, ist da unten noch das Secret Exit. Und ich habe keine Ahnung, wo es ist. Wir können ja theoretisch in diesem Part nochmal versuchen. Aber das wäre eigentlich totaler Quatsch. Ist egal, wir machen es trotzdem. Yoshi ist tot. Den haben wir da gelassen. Nur so aus Spaß. Oh, jetzt erinnere ich mich wieder, was das hier wieder für ein Spaß war. Huhu, ja, Donald. Ich dachte, du wärst Donald. Nee, Mickey spielt verhauen. Jetzt machen wir das genau nicht so. Okay, dann machen wir es so. Wuhuhu! Okay, den nehmen wir mit. Der bringt uns bestimmt weiter hier. Ich habe keine Ahnung, wo das Secret Exit ist. Ist mir auch egal. Ich bin auch ohne Secret Exit ein glücklicher, zufriedener junger Mann. Du Pissnelke, ey. Ellie! Habe ich damals das Lied gefeiert? Ja, ich glaube schon. Fand ich gut, ne? Damals. Das ist für mich schon ein paar Monate her, wisst ihr denn? So. Hauptsache für mich hier so machen, dass ich da unbedingt einen auf die Fresse kriege. Ich flieg. Ja, ich fliege immer noch. Wuhu! Und immer noch. Okay. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Wollen wir Bisasam, Shigi oder Glumanda? Das ist die Frage. Das ist eine gute Frage, ne? Ich weiß auch nicht. Ach, das war die Geschichte. Ich mache den Level einfach komplett nochmal. Und dann wundere ich mich, weil ich den Level überflogen habe, dass ich das Secret Exit nicht gefunden habe. Ja, so machen wir das, ne? Ja. Ist eine gute Strategie. Und dann werde ich mich auch noch ärgern. Von wegen, wo haben die denn das Secret Exit hingestellt? Und ich werde aber trotzdem diesen komischen Springboard hier bis zum Ende mitschleppen. Warum auch nicht? Ihr werdet mir noch danken, das schwöre ich euch. Ja, hier zum Beispiel. Guck mal, da muss ich hier nicht tanzen mit der Blume, da gehe ich einfach so weiter. Zack. Hier ist ein Schlüssel. Ja, moin! Ich hab den Schlüssel. Hey. Hey. Guten Tag. Da ist nichts drin. Lol. Damals mit Max war das auch so lustig. Max,
Ein bisschen leiser machen. Ich schlafe. Ich fliege, fliege und sause Schritt. Düs, düs, düs! Ah. Ich geh mal da unten links noch gucken. Vielleicht habe ich da ja theoretisch, hätte ich da ja einen Schlüssel oder sehen können. Ne? Ja. Ja, du kriegst auch nur so, damit du Ärger kriegst. Ja. Ja. Ich geh mal. Nö. Da ist gar nichts. Da ist noch nicht mal Chips frisch. Also eine Packung Chips frisch. Ey, komm Leute, was ist eure Lieblingssorte? Jetzt Lachs auf den Tisch. Oh ja, hier, da ist doch das Schlüsselloch. Was suche ich eigentlich den ganzen Tag? So Leute, nachdem der Maddie unbegrenzten Zugriff auf den Cape hat, ist der Hack übrigens langweilig und das Let's Play auch. Oh. Beziehungsweise eigentlich, ja moin, das wollte ich ganz bestimmt vermeiden. Hier haben wir übrigens mal wieder so eine schöne Möglichkeit, uns zu verlaufen. Die ist immer total angebracht, aber das ist hier linear, das ist gut. Ach, guck mal einer an, sogar mit Secret Exit. Als wenn mein Leben nicht schon so schlecht genug wäre. Gate negates them. Oh, ja moin. Jungs, hat euch keiner Manieren beigebracht. Ihr sollt nicht so mit dem Finger auf andere Leute zeigen. Was ist hier denn los? Wo soll ich denn hin? Ach so, hier. Uhu. Tja. Guten Tag. Tja, das hast du nicht gedacht, wa? So, jetzt wird hier erstmal schöne Bootsfahrt mit Super-Krokodil-Action gefahren hier. Ja, pass auf. Das brauche ich nämlich alles nicht. Ich fühle mich berufen gerade, Leute. So, ihr kriegt Schwung. Ich krieg Schwung hier, das reicht. Ja, und da ist die Berufung auch ganz schnell wieder weg. Aber es geht. Leute, nö. Ehrlich jetzt. Und... Moin. Einmal Lava-Passage überspringen, bitte. Jo, ab. Maddie, man sieht die Level alle gar nicht mehr. Leute, ich brauch das jetzt. Das ist wichtig für mein Weiterleben. Das geht nicht anders. Tut mir nicht leid. Ich weiß genau, was ihr wieder denkt. Ihr sagt wieder, Maddie, das geht so nicht. Ich weiß auch nicht mehr, ob das hier richtig ist jetzt. Ja, hier krieg ich keinen Anlauf. Ha, selber schuld. Da muss ich euch alle verprügeln. Ich hätte ja gesagt, ich fliege einfach drüber. Aber wenn ihr das wollt, dann hau ich euch halt kaputt. Das ist wieder so eine Geschichte hier. Ich fühle mich da immer wie auf Cannabis. Wenn ich diese komischen Banzai-Builds sehe, dann weiß ich genau... Oh ja, du musst mal wieder auf dem Sofa sitzen, denke ich mir dann. Ja, das ist wichtig. Leute, Sofa, ey. Sofa. Oh, dann haben wir hier ein Secret. Nicht Secret. Midway Point, das ist sehr schön. Tada. Läuft, läuft, läuft. Gib dem Maddie ein Cape in der Hand und das Spiel ist langweilig. Das ist einfach so. Das ist einfach... Das Cape ist tatsächlich der imbalance Gegenstand des ganzen Spiels. Guck mal, ich kann jetzt hier zum Beispiel einfach rauf. So, zack. So. Hier die Waffel-Action mache ich nicht. So. Hier müsste ich theoretisch, müsste ich hier nämlich... Oh, nee, nicht nur theoretisch, das muss ich auch praktisch machen. Obwohl, warte mal, das geht auch so. Das ist auch so ein Maddie-Satz, ne? Warte mal, das geht auch so. Nee, das geht nämlich nicht so. Das ist das Problem. Also... Ah, jetzt mach doch mal hier. Halblang. Obwohl, warte, das geht auch so. Das geht auch so. Das geht auch so. Wie das auch so geht. Nee. Ich habe noch nie so ein... Kann man so ein Switch... So ein, nicht Switch, ja, nee, egal. Das dauert eh länger. Wenn ich das jetzt so rummache, dann werden wir alle nicht glücklich. Okay, jetzt bin ich mal wieder ganz blöd. Ich nehme den Schlüssel nämlich mit. Nee, den brauche ich nicht. Ich pack den wieder da oben hin. So, als wäre nie was passiert. So. Nee, ich war nie. Wie so Hunde, ne?
wenn das Sofa warm ist, nee, nee. Also, ich war das nicht. Ich bin da nicht drauf. Nein, nein. Und dann gucken wir auch immer so. Guten Tag. Ne, den Level machen wir noch heute. Da geht's um die Ehre. Da geht's um die Ehre. Ja, da oben sind die schon wieder. Ich sehe das doch. Die werden schon wieder wild. Hier ist wieder einer. Ich kann diese dämlichen Viecher verhauen, wie ich lustig bin, aber das bringt gar nichts. Ich hab gerade eine Sekunde gedacht, das wäre Wasser. Und jetzt geht's hier ab. Jetzt wollen die es nämlich wissen. Ey. Ja. Kann man mal machen hier, ne? Jungs. Das ist frech. Nee, das ist... Ey, ich fand ja einen damals schon zu... Oh, Rubberbanding. Ja, gib mir 5 davon, bitte. Ich hab noch nicht genug. So. Ich hasse es. Jetzt. Bitte, nee. Oh mein Gott, geh mir aus dem Weg, du Sacknase. Sind die jetzt hier auch noch oder habe ich hier genug? Das sind auch solche Geschichten, das vergisst man dann, dass hier so ein Teil ist, ne? Nee. Double grab. I need to double grab this shit. I need it! Huch! Ja, so geht ein Double Grab ganz bestimmt nicht. Ich verlerne alles, Leute. Ein Jahr Mario Maker und Maddie ist schon wieder auf Stand eines 5-Jährigen. Hier. Yeah. Ach komm, weißt du was? So. Das ist ja nicht der Mario Maker. Hier kann ich ja Sachen platzieren. Das ist... Diese dämliche Waffel ist auch nur, damit man sie vergisst. Dafür ist sie da. Hui! Ach, 180 Sekunden auch noch, nur, ne? Ja, ja. Das haben die nicht bedacht hier. Dann muss ich halt gleich einen Speedrun machen, das ist auch in Ordnung. Jetzt lass mich halt zu diesem verdammten Schlüssel! Oh! So, jetzt aber bitte Endgegner. Ich habe nicht mehr viel Zeit, Kenner, wir essen zeitig. 160 Sekunden sind's noch. Ich will jetzt nicht hier noch hochrennen müssen. Obwohl, das geht, das schaffe ich. Ich sag die ganze Zeit in diesem Hack, wie wenig ich den Hack spielen möchte. Das ist mir auch schon aufgefallen. So. Ding, 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 ding. Ach, es ist nur ein Bu. Lol. Komm her, Digga. Da, 3 Sekunden brauche ich für dich. Hier, guck mal, du kommst da noch nicht mal lang. Ah, zu viel Chicken Nuggets. Oh, Fettis, au, Fettsack, Alter, Digga. Du frisst dir einen Frust an, Alter. Das schwöre ich dir. Ich bin der Meinung, dass du unbedingt mal bestraft gehörst. Und jetzt, pass auf, der letzte Bam. Kaboom. Schläge muss geben. Schläge muss geben. Digga, Schläge muss geben. Wie oft sage ich Digga? Viel zu oft, ne? Oh. Und ich will ja nichts sagen, aber ich bin gut.